Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Toy Review. Heute Transformers Hubcap. Hubcap gehört zur Scout-Klasse. Scouts werden von der Größe leider nicht mehr wirklich produziert von Hasbro, was ich sehr schade finde, denn klar, sie sehen kleiner aus als die Deluxe-Klasse, sind aber trotzdem von der Beweglichkeit und auch so von den Figuren her sehr schön gewesen. Und ich hoffe auch, dass das wieder in der nächsten Movie-Line quasi angebracht wird. Und ja, kommen wir einfach mal heute jetzt mal, es ist ein sehr kurzes Review zur Figur an sich. Die Figur im Fahrzeugmodus ist natürlich ein richtig schöner Oldtimer, quasi aufgepimpt mit außenliegenden Auspuffrohren, schönen offenen Motor. Ist im Rot-Silber gehalten, hat natürlich vorne auf dem Frontgrill ein schönes Autobot-Symbol mit drauf. Die Räder sind überraschenderweise im Silber gehalten, sehr schön, man sieht richtig, als wenn die Felgen quasi die Reifen schön umschmeicheln. Unten drunter sieht man natürlich die Roboterteile, mag ja auch nicht anders sein bei den kleinen, aber spärlichen Scout-Class-Figuren. Die Figur an sich lässt sich sehr leicht verwandeln, einmal den Hinterteil separieren, die Beine trennen, die Arme nach unten bewegen, die Motorbeine rumklappen, die Ellenbogen lockern, unten die Füße ausklappen und das war's auch schon. Sehr einfach von der Verwandlung. Sehr schöne Figur an sich. Hubcap gehört von den Scout-Class zu einem meiner Lieblingsfiguren. Sehr beweglich, sehr schön gestaltete Figur. Der Kopf, simpel gestaltet, trotzdem mit einigem Flair. Der Torso, richtig schön, typisch klassisch die Motorhaube, aber auch sehr gut umgesetzt. Schade ist, dass die Stoßstange sich nicht nochmal hier vorne links und rechts mit dem Gelenk teilen kann und quasi um die Hüfte sich klappen lässt. Aber darüber kann man hinwegschauen. Die Arme sehr schlicht gehalten. Die Beine, man sieht die Gelenke. Oben typisches ja, nicht Kugelgelenk, es ist eher ein Gelenk, es basiert auf einem Zahnrad. Das heißt, man kann das Bein hoch runter bewegen und auch seitlich. Die Figur hat ein Kniegelenk ganz normal. Sehr, sehr, sehr schön gestaltete Beine. Ihr seht es auch von Details her. Einfach nur schick. Echt toll. Die Füße unten lassen sich auch nochmal hoch und runter bewegen. Die Ellenbogen haben ein Kugelgelenk. Vorne die Hände lassen sich nicht bewegen. Oben die Schultern lassen sich natürlich einmal drehen oder hoch und runter bewegen. Der Kopf ist auf einem Balljoint, der sich allerdings nicht so wirklich bewegen lassen will. Muss ich ganz ehrlich sagen, ihr seht es hier, Balljoint. Das heißt, hoch, runter, ja, allerdings hinten durch die Klappe ein wenig limitiert. Die Figur hat leider keine Lightpipe-Funktion, allerdings macht das auch nichts. Die Figur gefällt mir sehr. Einzige Manko, was ich an dieser Figur leider auszusetzen habe, sind hier hinten das Dach. Das heißt, es klappt hier hinten zusammen andauernd und dadurch lässt sich diese Pose der Figur so ein bisschen limitieren nur. Ansonsten, gefällt sie mir einfach mega. Ich würde sie mir gern noch einmal kaufen, würde ich sie wieder finden. Leider momentan ziemlich teuer bei eBay. Dann könnte ich nämlich den nochmal im Autobot oder besser gesagt im Fahrzeugmodus daneben stellen, was eine Menge hermacht. Die Figur wird leider ohne Waffe geliefert, was ich sehr schade finde. Ein Gewehr oder vielleicht hier in den Arm eingebaut wäre schon schön gewesen. Leider hier nicht der Fall. Figur, Fahrzeugmodus, 10 Punkte für eine Scout-Class. Auf jeden Fall locker verdient.
im Robotermodus auch volle 10 Punkte, Beweglichkeit auch super gelöst. Ja, Details auch super gemacht, eine ganze Menge Details, man mag es kaum glauben. Die Figur hat teilweise mehr Lackierungen als die Deluxe-Glas-Figuren. Ihr seht hier überall orangene Verzierung nochmal. Natürlich hier die Details innen drin im Fußraum, einfach bombastisch, das Autobot-Symbol. Der Kopf sehr schön gehalten, die Räder, der Auspuff, alles. Auch hinten sind die Autoteile sehr gut verstaut, was mir auch sehr gefällt. Ja, wie gesagt, eine Empfehlung wert. Wenn ihr sie bekommt, holt sie euch. Es ist einfach toll. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns demnächst. Fragen, Kritiken einfach unten in die Kommentare. Wir sehen uns demnächst. Euer Rexford.